إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا liebe Geschwister, was habt ihr heute mitgebracht? Welches Päckchen habt ihr heute aus der Schublade genommen und habt euch überlegt, ach ja, das könnte ich heute den ganzen Tag mit mir rumtragen. Oder vielleicht hat sich sogar der ein oder andere dazu entschieden, einfach mal heute mit leichtem Gepäck aus dem Haus zu gehen. Haustürschlüssel, okay, vielleicht noch das Handy und das reicht dann. Mit welchen Gedanken seid ihr aufgestanden? Was begleitet euch so den Tag über? Das sind tatsächlich immer wieder wichtige Fragen, die man sich stellen sollte. Die stelle ich nicht und die formuliere ich nicht, um sie jetzt hier von hier vorne zu beantworten oder da, ich sag mal, sehr konkrete Empfehlungen dazu zu geben. Nein, einfach nur, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das, was wir komplett unterbewusst denken, das, was uns unterbewusst begleitet, das ist, was am Ende des Tages wirklich einen großen Teil unseres Lebens ausmacht, einen großen Teil unseres Wohlbefindens in unserem Leben ausmacht. Und ja, damit deute ich natürlich auf das Thema Gefühle, Emotionen und so weiter hin. Wenn du beispielsweise montags immer Schwierigkeiten hast, aufzustehen, nur als Beispiel, kann von mir aus auch der Donnerstag sein, dann darfst du dir natürlich auch die Frage stellen, ja, was assoziiere ich mit diesem Tag? Warum ist das so? Was verbinde ich damit? Gibt es da womöglich Glaubenssätze und Gedanken, die sich eingeprägt haben? Weil, ich meine, es haben ja immer alle so gesagt, ja, es ist ja Montag. So indirekt, deswegen muss man sich schlecht fühlen. Und dann hast du das einfach adaptiert, hast du übernommen und jetzt machst du es genauso. Hast du das jemals für dich hinterfragt? Wenn du auf der Arbeit bist, leidest du? Bist du die ganze Zeit eher schlecht drauf, außer beim Kaffee trinken? Oder genießt du deine Arbeit? Genießt du, dass du einen Mehrwert zu dieser Gesellschaft beitragen kannst? Genießt du, dass deine Fähigkeiten gebraucht werden? Genießt du, dass jemand sagt, ich bin bereit, in dich zu investieren und dich weiterzuentwickeln? Oder hast du das, was viele, viele andere Menschen denken, einfach übernommen und abgespeichert und gepackt in die Schublade, Arbeit ist doof? Das nächste Beispiel, was dann auch so langsam die Überleitung zu dem heutigen Thema ist. Welche Ziele hast du? Ja, ich weiß, ich rede hier sehr oft über Ziele. Aber was bewegt dich? Was ist so das, wo du nach vorne blickst und sagst, ja, das wäre wirklich mal schön zu erreichen? Ist es immer noch so wie früher, dass du dass du von deinen Eltern gelobt wirst? Und heute ist es vielleicht der Arbeitgeber, heute sind es vielleicht die Freunde, an denen man sich orientiert, um sich seine Portion Lob abzuholen. Oder die gute Arbeit zu schreiben, ja, die super Bewertung, die ich von meinem Arbeitgeber bekomme. Oder ist es immer noch die Zugehörigkeit, so, ich brauche eine Clique, ich brauche Freunde, damit ich jemand bin. Und so weiter und so fort. Oder ist es zum Beispiel immer noch das Thema Familie und heute ist es dann, ja, ich muss heiraten, ich muss Kinder haben, damit ich meine eigene Familie habe, damit, wenn irgendwann meine Familie nicht mehr da ist, damit ich zumindest die immer noch habe. Ja, sind Gedanken, die ich tatsächlich so in ähnlicher Form durchaus schon zugetragen bekommen habe. Was bewegt dich? Was sind deine Ziele? Oder hast du es vielleicht sogar geschafft, dich einfach mal in Ruhe hinzusetzen
und wirklich zu hinterfragen, warum? Warum strebe ich nach einem guten Job? Warum strebe ich nach dem Abschluss des Studiums? Warum strebe ich danach, eine Familie zu gründen? Und zwar nicht nur warum im Sinne von, ja, um etwas zu hinterlassen, um jemanden zu haben, um gemeinsam das Leben zu erleben oder um die Dinge, die ich vorhin beschrieben habe, Sinnhaftigkeit, Wertschätzung und so weiter zu erleben. Oder hast du es geschafft, bis auf die Gefühlsebene zu kommen? Was meine ich damit? Hast du es zum Beispiel geschafft, ein Ziel auch mal zu formulieren, statt ich will so und so viel Geld verdienen, ich will ein schöneres Auto haben und so weiter, auch mal ein Ziel zu formulieren? Ich möchte den inneren Frieden hinbekommen. Ich möchte es schaffen, absolut gleichmütig und wertschätzen und friedlich durch den Tag gehen. Ich möchte es schaffen, ich möchte dahin kommen, dass egal was mich umgibt, egal welche Personen mir auf der Straße begegnen, dass es mich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Hast du es schon mal geschafft, so ein Ziel zu formulieren? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe sehr für dich, dass du auf dem Weg dahin bist und dass dieses Ziel immer größer und schöner und hübscher wird. Und wenn nein, kann ich dich nur wirklich aus ganzem Herzen dazu einladen. Warum? Ja, wir haben ja in vielen, vielen Predigten darüber gesprochen, dass wir unser Leben in der Hand haben, dass wir unser Leben gestalten können, dass wir auch ein ganzes Stück weit selbstbestimmt durch unser Leben gehen können und unser eigenes Leben, unsere eigene Realität, unsere eigenen Errungenschaften aufbauen können. Und das wäre doch sehr, 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 sehr schade, wenn all diese Errungenschaften sich wirklich nur auf materielle Dinge beziehen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich lade auf keinen Fall dazu ein, das Materielle beiseite zu lassen. Auch das ist gut. Auch das hat seine Daseinsberechtigung, wenn wir die passende Beziehung dazu haben. Ansonsten, alles, was du von außen bekommst, kann dir sowohl schaden als auch nutzen. Auch andere Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen, können dir schaden und sie können dir nutzen. Und das alles hat wirklich mit dem, was du in dir drin trägst, zu tun. Das heißt, ich habe jetzt so versucht, das Feld zu umreißen, wenn es um die Frage geht, ich möchte gerne glücklich sein, ich möchte zufrieden sein, ich möchte Ruhe und Frieden und Gelassenheit finden. Und ich glaube, dass wenn wir das dann wieder jetzt zurückführen, ich war ja gerade bei der emotionalen Ebene, jetzt gehe ich wieder zurück auf die praktische Ebene und sage, um das auch wirklich zu erfahren und dahin zu kommen, ist es unerlässlich, dass wir in unserem Alltag so Attribute oder Hauptwörter wie Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit, Akzeptanz, Entscheidungen und Umsetzung unseres Willens erleben. Was meine ich damit? Der Lernprozess dahin, zu dem, was ich gerade beschrieben habe, diese innere Ruhe, diese Gelassenheit, diese Verbindung, diese reine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du nicht in deinem kleinen Kämmerlein alleine aufbauen können. Ja, es ist Teil davon, sich zurückzuziehen, so wie es Yunus alaihi salam gemacht hat, zurückgezogen, auch wenn nicht vielleicht ganz beabsichtigt, er wurde vom Wal verschluckt, aber gezwungenermaßen musste er dann nach innen zurückkehren, in die eigenen Dunkelheiten, das alles aufarbeiten. Ja, das ist Teil davon. Aber ein ganz, ganz wichtiger Teil dieses Lernprozesses ist, nach draußen gehen und einfach zu erleben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Einfach zu erleben, was das bedeutet, dass man auch gebraucht wird, helfen kann,
Interaktion mit anderen Menschen. Nicht umsonst sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der unter die Menschen geht und sie ihnen schaden, besser ist als jemand, der nicht unter den Menschen ist und sie ihm nicht schaden. Weil, was ist hier an dieser Stelle mit Schaden gemeint? Das sind einfach diese Spiegel, die uns tagtäglich vor Augen geführt werden. Das ist einfach dieser Spiegel, der sagt, okay, wenn jemand sich so und so verhält, dann reagiere ich mit Wut darauf. Wenn mich jemand respektlos behandelt, was auch immer respektlos für den Einzelnen bedeutet, das ist ja auch wieder ein großes Feld, was das bedeuten mag, dann wird man auf einmal sehr, sehr wütend, als Beispiel. Vielleicht auch traurig. Oder wenn jemand nicht ernst genommen wird, oder wenn man der Meinung ist, keine Liebe zu erfahren oder ähnliches. Das sind alles die Spiegel, die wir dann wiederum in unserem Rückzug wieder für uns reflektieren können und sagen, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wonach verlange ich wirklich an der Stelle? Und daraus ergibt sich auf einmal ein ganzes Paket an Zielsetzungen, also jetzt neben den physischen, neben den materiellen Dingen, die will ich nicht ausschließen. Ich sage nur, ergänzend dazu muss es einen Satz an Zielsetzungen geben, die genau darauf, auf diese emotionale Welt einzahlen. Warum? La yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Es liegt bei dir, dass du dein Inneres nach und nach veränderst. Und um diesen Aspekt wirklich nochmal kurz abzurunden, gibt es ja auch diesen Vers, wo es heißt, lentanalul birra hatta tumfiru mimma tuhibbun. Und ihr werdet il birr, also übersetzt wird das mit die Güte, nur dann erfahren, wenn ihr von dem ausgebt, was ihr liebt. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, ja, ich liebe das Geld und deswegen gebe ich Geld aus, weil ich will ja noch mehr Geld haben. Allein schon, wenn ich das so formuliere, fühlt sich das schon irgendwie falsch an. Sondern auch, was das Emotionale angeht. Stell dir doch die Frage, wie sehr respektiere ich denn tatsächlich andere Menschen? Oder dulde ich nur die Anwesenheit anderer Menschen, aber in Wirklichkeit gibt es keinen Herren neben mir? Ist jetzt vielleicht überspitzt. Natürlich alle Grautöne dazwischen kann es geben. Kann auch situativ komplett unabhängig sein. Beobachte dich doch mal vielleicht auch, das ist auch ein interessanter Spiegel immer wieder, wie verhältst du dich gegenüber Kindern? Weil wir neigen dazu, uns gegenüber Kindern das rauszunehmen und das zu erlauben, was wir uns bei Erwachsenen nicht trauen und nicht erlauben. Und das heißt, das ist auch so ein interessanter Spiegel, um zu schauen, was hat das mit mir zu tun? All das mündet in einem Thema, nämlich Selbstbestimmung. All das, was ich gerade formuliert habe, liegt einzig und allein bei dir. Das sind alles Dinge, auf die du persönlich den vollen Einfluss hast. Das ist dein Wirkradius. Alles, was hier in dir drin ist. Alles, was da oben drin ist. Und ich habe gerade gesagt, hier, weil auch alles, was in deinem Herzen drin ist. Das ist das, wo du 100% Einfluss drauf hast. Und was wirklich in deiner Macht steht, das zu verändern. Und, wie ich gerade sagte, wenn du das haben willst, wenn du diese Dinge identifiziert hast, dann gib davon. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will selbstbestimmt leben, ich will nicht, dass mir andere reinreden. Ich will nicht, dass mir andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann stell dir doch auch die Frage, wie sehr erlaubst du das anderen auch? Wie sehr versuchst du vielleicht an manchen Stellen anderen deine eigene Meinung aufzuzwingen? Und solange du das tust, wirst du auch immer wieder Leuten begegnen, die dich wiederum in die Schranken weisen. Was wir dabei natürlich vergessen ist, uns bewusst zu machen, dass wir niemals
über andere Menschen urteilen dürfen. Und das Urteil obliegt ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala. Niemandem sonst. Und ich habe ja gerade unseren Propheten Yunus alaihi salam erwähnt, wie das auch in Surat Yunus so schön heißt. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Das ist der Vers Nummer 99. Und wenn dein Herr es gewollt hätte, wären alle auf Erden allesamt gläubig geworden. Willst du etwa die Leute zwingen, gläubig zu werden? Nicht mal Allah macht das. Warum? Und mit gläubig, ja, wir beziehen das immer gerne auf den Glauben an Allah und Islam und so weiter. Aber das kannst du auch ausdehnen auf alle möglichen Verhaltensweisen, Denkmuster, Charakterzüge und so weiter. Da, wo das Innere eines anderen Menschen losgeht, da hört deine Zuständigkeit auf. Alles, was zwischen uns, im Raum zwischen uns ist, okay, das ist immer irgendwie ein Geben und Nehmen, das vermischt sich. Da will ich mich jetzt in dem Themenfeld nicht zu sehr verlaufen, wie man sich da am besten verhält. Und dann heißt es weiter, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Niemand kann glauben ohne Allahs Erlaubnis. Er aber zürnt denen, die ihren Verstand nicht gebrauchen. Natürlich, mit der Erlaubnis ist jetzt keine Willkür hier gemeint, so von wegen, ja, okay, dir erlaube ich es und dir nicht. Nein, es liegt bei uns, dass wir es wollen, dass wir uns auf den Weg machen. Und dann werden wir natürlich auch die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und das Ganze eben, womit ist das verbunden? Mit dem Verstand. Und an der Stelle erinnere ich wieder. Haben wir die Erlaubnis, jemanden zum Denken, zum Mitmachen, zum Verantwortung übernehmen und so weiter zu zwingen? Das ist zum Beispiel auch eine interessante Frage, wenn es um Führungsaufgaben geht. Ja, aber ich habe alles versucht und der macht das aber nicht. Okay. Klar, wenn das jetzt komplett außerhalb des Rahmens ist, kann sein, dass es dann Konsequenzen haben kann für die Person. Aber wenn er sich innerhalb des Rahmens bewegt und du einfach nur andere Erwartungen hast, tja, vielleicht darfst du dann auch deine eigenen Erwartungen zurückschrauben. Vielleicht musst du dann auch überlegen, ihm andere Aufgaben zu geben, konkretere Aufgaben, kleinere Aufgaben, einfach das, was er bewältigen kann und will. Du kannst niemanden dazu zwingen. Und wie heißt es dann weiter in dem Vers 103, ich lese jetzt nur den Abschnitt, كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ. In der Übersetzung heißt es dann, und es obliegt uns, die Gläubigen zu retten. Ich habe da jetzt ein bisschen einen Teil übersprungen, aber im Kern möchte ich darauf hinweisen, dass auch hier der Hinweis drinsteckt, so dieses, ob du gerettet werden willst, ob du Erfolg haben willst, ob du den Sieg haben willst, es gibt ja an anderer Stelle einen ähnlichen Vers, wo es um den Sieg geht, dann guck, dass deine Verbindung, deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig und passend ist. Mach dich davon frei, ich kann nur erfolgreich sein, ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn es mir jemand erlaubt. Nein, es ist Allah, der das in der Hand hat. Es ist Allah, derjenige, der uns sozusagen führt, uns die Gelegenheiten gibt und natürlich, an der Stelle eine kleine Warnung. Es kann sein, dass du sagst, ja, aber ich will unbedingt genau bei dieser Firma super erfolgreich sein und die Position. Okay, das kann tatsächlich sein, dass du das nicht erreichen wirst. Warum? Weil du das viel zu sehr eingeengt hast, viel zu genau beschrieben hast. Wenn du dich aber auf die Sachen, mit denen ich angefangen habe, konzentrierst, ich will den Frieden, ich will Sinnhaftigkeit leben, ich will meine Wirksamkeit leben, ich will meine Fähigkeiten einsetzen, und tust es jeden Tag aus bestem Wissen und Gewissen, dann sei dir sicher, dass die Chancen und Gelegenheiten sich dir bieten werden. Vielleicht nicht da und vielleicht auch nicht da und vielleicht nicht exakt in der Position,
aber vielleicht in einer ähnlichen, vielleicht auch in einer ganz anderen Firma, vielleicht auch in einem ganz anderen Land. Wie viele Leute haben Monate, teilweise jahrelang versucht, einen Job zu finden, weil sie aber gesagt haben, ja, ich will hier in Dortmund zum Beispiel bleiben. Und kaum haben sie sich davon gelöst, okay, mal gucken, ich will einfach nur Arbeit haben. Zack, innerhalb von ein paar Tagen hatten sie was im Kasten. Das hat alles was mit uns zu tun, wie wir damit umgehen und wie wir uns selber einengen. In diesem Zusammenhang möchte ich wirklich noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, warum mischen wir uns denn in das Leben anderer Menschen so sehr ein? Egal in welcher Rolle. Ob als Chef, als Eltern, als Freund, als was weiß ich. Warum erlauben wir uns das? Warum tun wir das? Und die Antworten, also mir sind zwei Hauptaspekte eingefallen. Das eine ist, weil wir es uns schlicht und ergreifend selber nicht erlauben. Wir gönnen anderen Menschen die Dinge nicht, die wir uns selber nicht erlauben. Ich erlaube mir zum Beispiel nicht, mich selber respektvoll zu behandeln, dann werde ich natürlich auch anderen nicht diese Erlaubnis geben, respektvoll behandelt zu werden. Ich gönne es mir nicht, einfach morgens, egal, ohne Grund, einfach nur so, weil es ein schöner neuer Tag ist, glücklich aufzustehen, mit einem Lächeln aufzustehen, das erlaube ich mir nicht. Also bin ich böse auf jeden Einzelnen, wenn ich 6 Uhr morgens in die Bahn steige, der mich anlächelt. Was wagt er es zu lächeln? Es ist 6 Uhr morgens, ich habe noch nicht mal meinen Kaffee gehabt. Ich weiß, es ist ein bisschen überspitzt vielleicht, aber ja, konstruiert euch eure eigenen Beispiele aus eurem eigenen Alltag. Und deswegen sage ich ja, es geht nicht immer um die ganz großen Dinge. Es fängt wirklich bei den ganz, ganz kleinen Dingen an, die unser Leben bestimmen. Und der zweite Part ist, dass wir zu Eltern statt zu Erwachsenen werden. Was meine ich damit? Erlaubt mir an der Stelle kurz eine Kleinigkeit zu skizzieren. Wenn das hier, wenn das unser Inneres ist, sagen wir mal so grob aufgeteilt und sagen, okay, das sind so bestimmte Verhaltensweisen, die uns bestimmen, die unser Verhalten bestimmen, dann kann man das in 3 Charakterzüge unterteilen. Das eine ist unser kindliches Ich. Das ist unser Charakter, in dem wir sehr gerne spielerisch unterwegs sein, indem wir aber auch sehr kreativ sind. Also es geht nicht darum, was gut oder schlecht ist. Wir sind dann einfach spielerisch unterwegs. Wir nehmen einfach die Sachen, wie sie sind. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Hat ja auch seine Vorteile. Es gibt einfach Tage, da muss man einfach vielleicht ein bisschen Kind sein, um gut durch den Tag zu kommen. Und dann gibt es, oh Wunder, das Erwachsenen-Ich. Das war ein mathematisches Summenzeichen. Das ist das Ich, in dem wir sehr sachlich sind, objektiv entscheiden, gute Entscheidungen vielleicht sogar treffen können, viel weniger intuitiv vielleicht, jetzt typischerweise, das sind jetzt nur so grob umschrieben, natürlich sind Schnittmengen auch erlaubt. Und das ist das, was wir zum Beispiel tun, wenn wir ein Mitarbeitergespräch führen. Da wollen wir lieber aus dem Erwachsenen-Ich. Es geht nicht um den Mitarbeiter, es geht nicht darum zu sagen, wie er als Mensch ist. Nein, es geht darum zu sagen, okay, die und die Handlung war in Ordnung, die und die Handlung war nicht gut, das sind die Ergebnisse und so weiter. Und so können wir uns wirklich auf Augenhöhe mit anderen Menschen gut unterhalten. Und dann kommt das, worauf ich in diesem Kontext hinweisen möchte, das Eltern-Ich. Dieses Eltern-Ich ist halt zum Beispiel sehr davon geprägt, ich sehe die Welt, wie sie sein sollte. Und so will ich auch, dass das gemacht wird und nicht anders. Wenig Kompromissbereitschaft, sehr autoritär, sehr, oder sagen wir, bevormundend. Ja, so stelle ich mir das vor und so muss das gemacht werden. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, wir werden zu Eltern, statt zu Erwachsenen zu werden. Das führt dazu, dass wir uns dann immer wieder über andere Menschen
stellen wollen. Ein gefährlicher Zustand, mit dem wir mit vielen Menschen dadurch natürlich anecken. Das bedeutet aber auch, wenn ich das jetzt mal wieder auf die Spitze treibe, also wenn man das in dem Kontext übertreibt, dann kann man tatsächlich sogar so weit gehen und sagen, das heißt, dieser Charakterzug ist auch geprägt durch Überheblichkeit, Hochmut bis hin zu Kuffer. Warum? Weil wenn ich über andere Leute entscheiden will, mische ich mich in Sachen ein, die mich nichts angehen. Wenn ich in dieses Urteilende komme, dann akzeptiere ich ja nicht, dass die Ergebnisse einfach aufgrund der göttlichen Gesetze so sind, wie sie sind. Das heißt, statt nach innen zu gehen, um etwas zu verändern und anderen Leuten auch die Erlaubnis zu geben, bei sich nach innen zu gehen, nein, das ist richtig und das ist falsch. Nicht gut. Deswegen habe ich das auch im Ruf aufgeschrieben. Das Ergebnis für uns persönlich ist wiederum, dass wir uns sehr, sehr klein machen. Warum? Ich habe am Anfang von Wirksamkeit gesprochen. Immer dann, wenn wir unsere Wirksamkeit erleben, werden wir immer größer und schöner und erfolgreicher und fühlen uns einfach wohler. Wenn ich mich in Sachen einmische, die mich nichts angehen, in die ich mich nicht einmischen darf und ja, in dieses ganze Bevormundende gehe, werde ich feststellen, dass ich keine Wirksamkeit habe. Ganz im Gegenteil, ich werde immer nur Gegenwind bekommen. Ich werde immer nur noch mehr Probleme bekommen. Und dadurch werde ich selber immer, immer kleiner und eben bis hin zu, dass es zu Krankheit, also angefangen eben bei Stress und Druck und so weiter, aber eben bis hin zu psychischen Krankheiten führen kann. Ach, du machst Maun, was doch für du da lebst, du bist doch für du, in der Ruhe, in der Ruhe, in der Ruhe. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, meine lieben Geschwister, jetzt habe ich dieses Feld wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr breit erklärt. Was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? Die Kurzfassung ist, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Kümmere dich um dich selbst. Also wirklich kümmern jetzt nicht im Sinne von geh weg, sondern kümmern wirklich im Sinne von kümmern. Nimm dich selber an die Hand. Sei liebevoll zu dir, beschäftige dich mit dir selber und so weiter. Und vertraue darauf, dass all das auch dich wirklich zum Erfolg führen wird. Was auch immer deine Zielsetzung von oder deine Definition von Erfolg ist. Auch das, da möchte ich zwei weitere Verse gerne noch erwähnen aus Surat Yunus, das ist einmal 106 und 107. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Da steht, und rufe nicht neben Allah an, was dir weder nützen noch schaden kann, denn tätest du es, gehörtest du zu den Frevlern. Das heißt, was tust du in dem Moment, wo du andere Menschen, Dinge, was auch immer anrufst? Du schadest dir selbst. Du begibst dich selber in Dunkelheit. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, begib dich in deine eigenen inneren Dunkelheiten, in das Innere. Und schau, was da auf dich wartet. Aber hier sagt dir auch Allah ganz, ganz klar, das kann dir alles weder schaden noch nutzen. Es liegt alles komplett bei dir. Und dann geht es weiter. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Und wenn dich Allah mit einem Übel trifft, gibt es niemanden, der es beseitigen könnte, außer ihm. Und wenn er Gutes für dich vorsieht, kann niemand seine Wohltat aufhalten. Er gewährt sie, wem von seinen Dienern er will, oder wer von seinen Dienern will. Und er ist der Verzeihende, der Barmherzige. Und diesen Vers, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vers, das zeigt uns wirklich ganz, ganz klar. Ich fange am Ende von dem Vers an, worum geht es? Verzeihen und Barmherzigkeit. Fülle dein Herz, dein Inneres mit Verzeihung und mit Barmherzigkeit. Was wird dann passieren? Dann wird dir Allah jede Menge Gutes gewähren. Und damit fing ja der Vers an,
alles, was dich berührt, egal ob gut oder schlecht, ist von ihm. Was heißt von ihm? Auch da bitte wieder nicht diese häufig propagierte Willkür, sondern einfach die göttlichen Gesetze, die er uns hier dienstbar gemacht hat, in denen wir uns bewegen. Alles, was wir aufbauen oder eben auch nicht, wir ernten das Ergebnis. Um vielleicht dann nochmal den Bogen zum Anfang der Predigt zurückzufinden. Ich hatte ja angefangen mit den emotionalen Zielen, also sprich statt nur ein neues Auto und so weiter, auch mal zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt vor, meinen inneren Frieden zu finden, Zufriedenheit zu finden und so weiter. Wie komme ich dahin? Setz dich hin, schreib deine Ziele auf. Und schreib dir daneben immer weiter auf, immer weiter in der Tiefe, was erwarte ich mir davon? Was soll mir das eigentlich geben? Und so kannst du dich diesen Gedanken, diesen Gefühlen, nach denen du trachtest, wenn du zum Beispiel sagst, ich will eine große Firma aufbauen, so und so viele Mitarbeiter, und dann kann sein, dass du an den Punkt kommst, wo es heißt, boah, eigentlich will ich einfach nur Anerkennung haben. Ich will gesehen werden. Ich will so groß werden, dass man an mir nicht vorbeikommt. Okay. Aber dann solltest du wirklich hinterfragen, wie kann ich das anders erreichen, nämlich innerhalb meiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. In dem Bewusstsein zum Beispiel, um da zu bleiben, dass er mich immer sieht. Und zwar nicht im Sinne von, wie das auch da wieder immer wieder propagiert wird, damit er dich sofort bestrafen kann und alles aufgeschrieben wird. Nein, nimm es doch mal anders, formuliere es positiv für dich. Ich werde immer gesehen, er ist immer da, er ist immer bei mir, er ist näher als meine eigene Halsschlagader. Wenn du dich einsam fühlst, fülle doch diese Worte mit ganz anderen Inhalten. Und wozu ich tatsächlich in dem Kontext auch einladen möchte, ist, gerade diejenigen, die vielleicht schon seit einiger Zeit daran arbeiten, weiterzukommen, sich zu verbessern, ihr Leben zu verändern und so weiter. Und vielleicht das Gefühl haben, immer wieder sich in der Schleife zu drehen und vielleicht emotional doch immer wieder dieselben Gefühle zu durchleben und immer wieder doch irgendwo Frustration oder was auch immer wieder zu finden. Da sollte man sich wirklich auch nochmal um diese Gedanken, die ich hier genannt habe, zu verstärken, hinsetzen und sich wirklich mal überlegen, in dem Moment, wo man zum Beispiel wieder dazu neigt, das nächste Ziel zu formulieren, wo man wieder hinterherhechelt, weil man sich davon irgendwas erhofft. Und schreib mal auf, was hat sich im Laufe der letzten, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 1 bis 3 Jahre in deinem Leben alles außen verändert? Zum Beispiel Geld, Auto, Wohnort, Job, die Szene. Was hat sich alles verändert? Und entweder wirst du sagen, ja, nichts hat sich geändert. Gut, dann behaupte ich, dass du halt nicht dran arbeitest. Auch okay. Oder wenn du sagst, ja doch, es hat sich doch ganz schön viel geändert, dann stelle dir doch lieber die nächste Frage, was hat sich dadurch emotional bei dir geändert? Fühlst du dich tatsächlich anders oder fühlst du immer noch ganz, ganz, ganz genauso wie vor 3 Jahren? Rutschst du immer wieder in dieselben Fallen? Hinterfrage das einfach mal. Warum ist das wichtig? Weil das eine Vorgehensweise ist, die einen daran erinnert, dass wir lieber, also dass wir dieses zweite Set an Zielen, auch wenn es kein anderer sieht. Wie oft werden wir gefragt, und was gibt es bei dir Neues? Und jetzt gehst du hin und sagst, ja, weißt du was, so seit 3, 4 Monaten, ich bin echt viel glücklicher geworden. Warum? Wie, warum? So, ich fühle mich halt einfach besser. Ja, was hat sich denn bei dir geändert? Ja, nichts. Also im Außen nichts. Das sind doch die Reaktionen, die man ganz, ganz oft bekommt. Und deswegen, um sich das selber vor Augen zu führen, wirklich schreib dir mal auf, was sich im Außen verändert hat. Und ich glaube, dass bei den meisten man feststellen wird, es hat sich viel geändert. Aber dann reflektiere nochmal das Innere, um das eben aufzubauen. Und wenn du feststellst, ja doch, auch emotional hat sich einiges geändert,
und du sagst, das hat sich zum Positiven geändert, super, mach weiter. Dann scheinst du auf dem richtigen Weg zu sein. Wenn du sagst, es hat sich nichts geändert, dann lass vielleicht wirklich mal die äußeren Ziele ruhen. Also heißt jetzt nicht so, dass ich arbeitslos zu Hause zurückziehe, nein. Dein Leben läuft ganz normal weiter, aber gehe viel, 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 viel mehr nach innen. Oder wenn du sagst, boah, ich habe mir so viel Mühe gegeben und mein Leben hat sich zum Negativen geändert, dann muss ich dir leider sagen, vermutlich rennst du dann in falschen Dingen hinterher. Dann hast du womöglich wirklich dieses Streben, was ja erstmal grundsätzlich nicht verkehrt ist, zu sehr dafür genutzt, um dich in noch mehr Abhängigkeit von deinen Errungenschaften, vom Materiellen, vom Geld, vom Job, von den Beziehungen und so weiter abhängig zu machen. Dann ist natürlich die Aufforderung umso mehr, geh nach innen, ganz, 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 ganz dringend. Löse dich von einer Sache nach der anderen. Ich gebe euch vielleicht zum Abschluss wirklich noch eine kleine persönliche Anekdote. Der eine oder andere weiß, dass ich liebend gerne Motorrad fahre. Und das wirklich mit ganzem Herzen. Und wisst ihr, was mir mittlerweile aufgefallen ist? In den Phasen, in denen ich sehr am Motorrad hänge, mich sehr viel damit beschäftige, und was könnte ich mir denn für ein anderes Motorrad holen, und was, wie könnte die nächste Tour sein, und so weiter. Also da wirklich sehr intensiv reingehe, muss ich mir selber eingestehen, ich laufe gerade vor den wirklich wichtigen Themen in meinem Leben weg. Ich laufe hinter diesen physischen Dingen hinterher, weil ich gerade keine Lust habe, mich mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen. Und in den Phasen, wo ich merke, ja, klar, ich habe ein Motorrad, ich fahre ein Motorrad, ist halt da, ist halt einfach ein ganz normaler Teil meines Lebens, das sind die Phasen, wo ich tatsächlich sehr viel nach innen gehe und die Emotionen auch ganz, ganz anders sortiert sind. Das heißt, warum erzähle ich das? Schaut, was bei euch so ein Indikator sein kann. Für mich ist das so ein Indikator. Wenn ich sehe, dass ich dann abends mal wieder den halben Abend bei Mobile verbringe und mir unterschiedliche Fahrzeuge angucke, dann weiß ich, okay, ja, kann ich mich noch entscheiden, erlaube ich mir das von mir aus heute Abend und morgen geht es weiter oder unterbreche ich das sofort. Das soll jeder handhaben, wie er will, je nach Situation. Aber schaut, was eure Indikatoren sind, mit denen ihr euer Leben füllt, mit denen ihr euch von dem wirklich Wesentlichen, nämlich von dem Herzen ablenkt. Das Herz, was sich nur eine Sache wirklich wünscht. Also unser Herz wünscht sich wirklich, glaube ich, nur eine Sache. Die pure und reine Verbindung zu seinem Schöpfer. Nicht mehr und nicht weniger. Und wie kommen wir dahin? Durch die innere Reinigung. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله, hilf uns, unsere Herzen zu reinigen. Hilf uns, dort anzufangen, wo unsere Gefühle entstehen, nämlich bei unseren Gedanken. Hilf uns, unsere Gedanken dahin zu konditionieren, dass wir Gutes erwarten, dass wir auch Gutes von anderen Menschen, vom Leben, von der Welt, von deiner gesamten Schöpfung, vom gesamten Universum, was du erschaffen hast und uns dienstbar gemacht hast, dass wir davon das Gute erwarten. Hilf uns, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Hilf uns, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir zuständig sind für die Verbindung zu dir. Und lass es in unser Bewusstsein sich manifestieren, dass du immer da bist, dass du immer in unserer Nähe bist, dass du uns immer siehst. Und lass uns diese Gedanken dafür nutzen können, um unser Leben mit deinem Nur, mit deinem Licht zu füllen.